Willkommen zu Alicia Online. Ich habe mir mal gedacht, ich mache ein neues Spiel. Ich habe ja gesagt, dass ich das eigentlich schon letzte Woche mache. Aber da ist zu viel dazwischen gekommen. Ich hatte zu viel zu tun. Deswegen waren auch nicht so viele Star Stable Folgen online. Entschuldigt. Ich hoffe, das versteht ihr. Und heute geht's los mit Alicia Online. Ich bin jetzt derzeit Level 2. Heiße da Aria Sunrider. Und mein Pferdchen heißt Fitus. Mein Pony, was ich früher geritten bin, also in den Reitstunden hieß auch Fitus, deswegen dachte ich mir, ach komm, nennst du das auch mal so. War allerdings ein Schimmel. Aber, naja. Ich habe wirklich noch nicht viel gemacht. Ich habe nur ein paar Rennen geritten oder so. Und ja, erstmal zur Steuerung. Das ist einfach mit den Pfeiltasten. Ganz normal. So. Das Springen ist ein bisschen anders. Also da steht zwar immer, wenn man jetzt da mal guckt. Wo war das? Oh, ich weiß es gerade nicht mehr. Ja, egal. Auf jeden Fall stand da immer Z. Zum Beispiel bei dem Tutorial. Und dann habe ich immer Z gedrückt. Und dann dachte ich mir so, ja Mist, warum funktioniert denn das nicht? Ich habe das ungefähr gefühlte 30 Mal probiert. Und dann ist mir mal aufgefallen, dass das ja die asiatische Tastatur ist. Und da ich ja eine europäische habe, ist das ja das Y. Und da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, so meine Güte, was ist denn da los? Ja, in dem Spiel geht es eigentlich nur darum, Rennen zu reiten. Ich finde... Ups. Ich finde, das ist total schön gemacht. Und wenn man jetzt zum Beispiel doppelt auf... Bom, ja okay. Doppelt auf Y drückt, dann kann man auch fliegen. Ihr seht, ich bin noch nicht ganz so geübt. Seht ihr? Das ist eigentlich richtig, richtig cool. Da ist ja eher so Fantasy. Also, ich mag es jetzt schon total. Auch wenn ich voll oft faile. So, dann würde ich mal sagen, reiten wir ein Rennen. So, das geht hier unten bei Game. Machen wir mal Training. Oh, ich hoffe, das kommt bei euch gut an. Könnt ihr mir mal ein Feedback da lassen in den Kommentaren, ob euch das gefällt. So, machen wir Magic. So, drehen wir noch ein bisschen die Schwierigkeit runter. So, hier unten könnt ihr dann auf Starten klicken. Mal gucken. Ach ja, was ich richtig süß finde, jetzt zum Beispiel, um sich die Ladezeit ein bisschen zu überbrücken, kann man hier unten so ein kleines Minispiel machen. Das klickt ihr dann immer drauf und könnt dann so die Ballons einsammeln. Finde ich eigentlich voll süß. So, Schnellstart. Ich krieg's nie hin. Da müsst ihr auf Y und dann kurz loslassen und dann auf die Pfeiltaste. Ja, da habe ich wieder verpennt zu springen. So, mal gucken, ob ich das jetzt hier hinkriege oder total hoffnungslos faile. Okay. Und jetzt kann man, glaube ich, mit X diese Dinger, also diese Magic-Dings da verwenden. Oh. Mist, 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 Mist. Ihr könnt auch mit dieser, die zwei Tasten neben dem J ist. Oh Mann. So, wenn ihr diese Ketten habt, könnt ihr nicht springen. Das mit den zwei Tasten daneben, neben dem J, da könnt ihr so einen Slide machen. Da müsst ihr dann kurz drauf drücken und dann slidet euer Pferd. Und wenn ihr dann wieder auf die Pfeiltaste drückt, dann kriegt ihr so einen kleinen Boost. Das war knapp.
Was ist denn das eigentlich da, dieses... Kann ich jemanden abschießen? Da ist ja keiner vor mir. Oh, Menno. So ein Feuerball oder sowas, ne? Oh, finale Runde. Bisher läuft's ganz gut. Aber es ist ja auch einfach. Da kann man ja nur gewinnen eigentlich. Oh nein. Och man, Leute. Lasst mich doch mal in Ruhe reiten. Ja. Ich hab's vorhin gesagt und jetzt mache ich selbst. Wow. Ach, sag mal, Leute, ihr seid doof. Ach ja. Aber es, ich finde, das ist mal echt was anderes. Als jetzt so... Also ich liebe ja eigentlich diese... Oh Mann. Diese Story-Sachen. Aber ich finde, das ist so gut gemacht hier. Deswegen wollte ich das auch mal mit euch spielen. Ich habe das auch erst vor kurzem entdeckt. Aber... Oh, Mist, 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 Mist. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Okay. Und... Hey! Erste! Ah, gucken wir, ob noch wer ins Ziel kommt. Nö. Okay. Doch, eine. So, und wenn ihr gewinnt, kann man da so ganz, kann man da so rumfliegen, springen. Ich finde das richtig cool gemacht. 20 Erfahrungspunkte und 300 Möhren. So, dann gehen wir mal wieder zur Farm zurück. So, ihr könnt noch hier unten, wenn dieses Class abkommt, das seht ihr auch immer im Rennen, könnt ihr draufklicken und dann könnt ihr in verschiedenen Sachen eure Pferde verbessern. Agilität, Kontrolle, Schnelligkeit, Stärke und Geist. Ja. So, ich mache das mal in Kontrolle. So. Okay. Was ich euch noch unbedingt zeigen wollte. Und zwar bei den Freundeslisten. Schaut mal, wen ich da habe. Cardi! Habe ich beim letzten Stream gemacht. Ne, beim vorletzten Stream. Da habe ich ihr eine Anfrage geschickt und tada! Sie hat sie angenommen. Bin voll happy. So, ich hoffe, euch gefällt das neue Spiel. Da werde ich jetzt immer so ein paar Rennen zeigen. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Oder, genau, besser. Ich mache eine Abstimmung auf YouTube. Direkt im Video. Da müsst ihr einfach nur draufklicken. Da ploppt jetzt was auf. Da klickt ihr drauf und dann könnt ihr abstimmen. Ja, das war's eigentlich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.